So, meine Geburtstagsdeko ist jetzt fertig und wartet praktisch genommen, dass sie in der Gaststätte zum Einsatz kommt. Aber ich möchte sie vorher hier noch auf ein kleines Video bannen. Hier habe ich noch so ein Umschlagbuch gekauft. Meeresträume mit sehr, sehr schönen Bildern vom Meer, unterm Meer, also wunderschön und mit schönen Sprüchen dabei. Hier die Leuchttürme, kleine Delfine davor. Hier die Seehunde und die kleinen Robben. Die Muscheln. Und die ganze Flotte, die ganze Schiffsflotte. Und hier oben ist das Hauptschiff, das Geburtstagsschiff. Mit der Zahl, schwindelerregenden Zahl 70. Aber gut, so wird es jedem gehen, nicht nur mir und nicht nur meinem Mann, sondern jedem. Und die, wo glauben, sie bleiben ewig jung, die unterliegen einer irrigen Meinung. Hier habe ich noch einen kleinen Leuchtturm erstanden aus Tiffany-Glas. Das ist der Delfin, den mein Mann so gefallen hat in den Carrara-Marmorwerken. Diese kleinen Delfine und die kleine Schildkröte, die habe ich für die Geburtstagsdeko hier extra gekauft. Diese Herzen hier sollen die Liebe zu meinen Enkelkindern symbolisieren. Dieser kleine Kerl hier hat ja die Kapitänsmütze auf, die mein Mann bekommen wird, wenn wir bei der Feier das Lied singen, nehme ich mit Kapitän auf die Reise, zugeschnitten auf ihn. Hier die kleine, ach, die fällt jetzt auch noch um. Die kleine Daniela mit ihrer Matrosenmütze. Da habe ich drei davon und diese Mützen bekommen meine Enkelkinder aufgesetzt. So, nochmal die Flotte. Den Leuchtturm schalte ich mal aus, dann sieht er nämlich so aus. Der Kapitän hier passt auf, dass alles in Ordnung geht. Und die Flaschenpost, die brauche ich zu meinem Gedicht, das ich vortragen werde. Ich habe einen großen Reisebericht geschrieben, werde den vielleicht in meine kleine Welt stellen, bin mir noch nicht ganz sicher, aber möglich ist es. Auf jeden Fall, wenn ich den vorlese, ist so lang, dass ich eine halbe Stunde brauche, um ihn vorzulesen. Aber das haben die Leute verdient, die uns diese Reise mit viel, viel, viel Liebe geschenkt haben. So, noch ein kleiner Blick, ein letzter Blick. Die Musik hat mir Peter aufgespielt, damit wir dazu singen können. Hier sind meine Einladungskarten, also meine Tischkarten. Komm mit aufs Boot und da kommt der Name dahinter, das muss ich noch schreiben. So, und nun der kleine Kapitän. Dann sing mal, nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm mich mit in die weite, weite Welt. Wohin geht, Kapitän, deine Reise? Bis nach Florida reicht nicht dein Geld. Okay, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Mm-hmm.